herzlich willkommen zu meinem Let's Play Hearthstone. Ja, heute gibt es wieder was vom Paladin. Ich habe euch einen Midrange Paladin mitgebracht. Besonders an dem Deck ist, dass da so eine Art Ruf zu den Waffen Kombo drin ist. Und zwar hier. Vereint gegen das Dunkel, kostet zwar 5 Mana, ruft 5 Rekruten der silbernen Hand mit einem Angriff ein Leben herbei. Und noch dazu im Deck habe ich, wo ist er denn? Hier, den Schlachtross-Ausbilder. Eure Rekruten der silbernen Hand haben plus 1 Angriff. Okay, da kann man zwar in der 8. Runde spielen, aber wenn, ist er natürlich ziemlich mächtig. Des Weiteren ist hier zweimal der einfache Knappe mit dabei. Wenn ich die Heldenfähigkeit wähle, erhält dieser einen Angriff. Ich habe zweimal die selbstlose Heldin dabei, die, wenn sie halt stirbt, einen zufälligen Diener Gottesschild verleiht. Zweimal die Gleichheit. Ich habe einmal den Agentumschützer dabei. Der Flammenjongleur ist zweimal drin. Zweimal der Messerjongleur. Die Klinge des Ansporns, die habe ich mit da drin. Zweimal göttliche Gunst, um Karten zu ziehen. Die Dunkelhain-Statthalterin ist zweimal mit dabei, die jedes Mal, wenn wir einen Diener mit einem Leben herbeirufen, diesem ein Gottesschild verleiht. Wir haben zweimal den Friedensbewahrer drin, wie angesprochen, der Schlachtross-Ausbilder. Echt Silber-Champion darf nicht fehlen, zweimal mit dabei. Die Weihe ist drin, die Hüterin von Uldaman. Der Murloc-Ritter ist dabei, den kennt man auch noch, den guten Alten. Bei Betätigen der Heldenfähigkeit ruft er einen zufälligen Murloc herbei. Wie angesprochen, vereint gegen das Dunkel. Die zornige Vergeltung habe ich drin, die verursacht 8 Schaden, der zufällig auf alle Feinde verteilt wird. Und zu guter Letzt, Justiziarin Treuherz. Ja, wie das Ganze funktioniert, wollte ich euch in ein, zwei Spielchen demonstrieren, je nachdem, wie lang das Ganze geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Schurken, packe ich das erstmal weg. Den mit dem Coin auszuspielen wäre natürlich blöde, weil er Meucheln eventuell auf der Hand hat. Bin ich blöde? Ich frage mich, ob... Ich wollte schon sagen, fängt echt sehr gut an. Die 5 Rekruten kommen natürlich gut bei so einem Dolchfächer. Hier geht's bald einher. Ausweiden nimmt er dafür. Zurück in eure Häuser. Wenn er dafür Ausweiden verwendet. Kommt da jetzt noch was? Wie machen wir das jetzt am schlechtesten? Ich mach das so. Den Coin. Hau den weg. Oh, sowas Dummes aber auch. Mein Gott. Ja. Never lucky. Never lucky. Vielen Dank. Ja, das ist natürlich super gut. Niemand stiehlt unsere Geheimnisse. Es empfiehlt sich immer, eine Hüterin von Uldaman dabei zu haben. Ich denke, um da ein bisschen Tempo reinzubringen, spiele ich jetzt in der nächsten Runde den Murloc-Ritter. Kann ich ja dann mit der Heldenfähigkeit
6 Mana. Vielen Dank. Verdammt, Planänderung. Aber. Den Schaden, den nehme ich auf jeden Fall in Kauf. Packe ich da ein Gottesschild drauf. Ich muss ganz schön aufpassen, der haut mich runter. Ja, da wir schon 2 Stück davon haben. Melde mich zum Dienst. Ich gebe. Ja, war ihr dann wohl doch zu mächtig. Gucken wir mal, ob in der nächsten Runde besser läuft. Paladin. Friedensbewahrer. Halt dich mal. Ich brauche irgendwas Kleines. Ja, super geil. Ich grüße euch. Ja, ich grüße dich auch. Ach, hallo. Ich habe vor nichts Angst. Außer Mäusen. Münze? Im Ernst? War das alles? Brennt mich! Mal gucken, was er jetzt macht. Melde mich zum Dienst. Gut, er ruft Verstärkung. Zurück in eure Häuser. In den Kampf. Dann spiele ich die Statthalterin, da wird er sich jetzt bestimmt drum kümmern. Vielleicht spielt er auch den Friedensbewahrer. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Er hat den echt Silber-Champion auf der Hand und wartet bis in die nächste Runde. Melde mich zum Dienst. Nein, nicht ganz. Was? Niemand stiehlt unsere Geheimnisse. Zurück! Also entweder das Geheimnis... Ja doch! Verleiht allen Dienern einen Angriff und ein Leben. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung helfe. Melde mich zum Dienst. Ja, hat er die Weihe? Ach, ist ja egal. Sind ja alles Gottesschilder. In den Kampf. Nicht in Zurück. Ja, das hat sich doch schon mal gelohnt. Der Verwüster. In den Kampf. In den Kampf. So, ich werde den auf jeden Fall nehmen. Zurück. Ich habe vor nichts Angst. Ich spiele den hier aus. Nicht in den Kampf. In den Kampf. In den Kampf. Und greift damit an.
Wetteifer, ja. Wen klaut er mir? Wen wird er mir klauen? Der geht aufs Gesicht. Ja gut, so kann ich keine weiteren Diener spielen. Ne? Ich könnte aber auch... Niemand stiehlt unsere Geheimnisse. Ich hätte das lieber auf einen Einer packen sollen. War das alles? Weihe. Und da gibt er auf. Ja, das war das Spielchen mit dem Paladin Mirror Match mit besserem Ende für mich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer Protoist. Ciao.